Ich sah ihr Lächeln, ihre feurigen Blicke aus nachtschwarzen Augen. Sie machten mich schwach. Und wir durchliebten eine endlose Nacht. Doch früh am Morgen hab ich mich gefragt, hab ich zu viel riskiert? In diesem Land hat sich so mancher schon die Finger verbrannt. Bin ich der Nächste? Bin ich jetzt dran? Hab ich zu viel riskiert? Ging ich zu weit? Sizilianische Mädchen sind niemals allein. Und ihre Brüder verlieren keine Zeit. Ich saß beim Frühstück in meinem Hotel. Da hörte ich es klopfen, dann ging alles sehr schnell. Denn dieses Mädchen stand vor der Tür mit fünf jungen Männern und die sagten zu mir: Du hast zu viel riskiert. In diesem Land hat sich so mancher schon die Finger verbrannt. Und du bist der Nächste. Jetzt bist du dran. Du hast zu viel riskiert. Du gingst zu weit. Sizilianische Mädchen sind niemals allein. Und ihre Brüder verlieren keine Zeit. Es gibt Angebote, die lehnt man nicht ab. Und eines von diesen haben sie mir gemacht. Ich fand mich wieder vor dem Altar. Beim Anblick der Brüder, da wurde mir klar, ich hab zu viel riskiert. In diesem Land hat sich so mancher schon die Finger verbrannt. Und ich bin der Nächste. Jetzt bin ich dran. Ich hab zu viel riskiert. Ich ging zu weit. Sizilianische Mädchen sind niemals allein. Und ihre Brüder verlieren keine Zeit. Oh, du schönes Sizilien, ich bleibe dir treu.